könnte so einfach sein. Die Situation: Ein 700-Pop-Server. Ein abgelegenes Monument. Large Ulrich. Und jemanden, der genau weiß, wie man auf Oil reich wird. Eigentlich klingt alles perfekt. Fast schon zu einfach. Aber mit jedem großen Plan kommen auch große Probleme. Natürlich hätten wir uns das denken können. Dass dieser Spot nicht einfach wird. Ladies and Gentlemen, wir haben eine lange Geschichte vor uns. Eine Geschichte, die erzählt werden muss. Und wie beginnt unsere Rust-Story nun? Naja, wie jede gute Rust-Story. Nackt. Am Strand. Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, zu einem neuen kleinen Rust-Abenteuer. Heute habe ich eine besondere Ehre, denn heute spiele ich mit dem unvergleichlichen Ibo Ragged. Ich freue mich auf den Wipe. Die Jungs sind schon drin, es ist Fresh Wipe, Full Wipe. Wir gehen rein, wir legen los und schauen, was der Wipe so bringt. Und damit auch ein Hallo von mir, der Stimme aus dem Hintergrund. Es war Wipe Time. Allerdings war es nicht, wie am Anfang erwähnt, ein Full Wipe, sondern nur ein Map Wipe. Das nur am Rande. Nachdem wir also auf den Server connecten, machten wir uns auch direkt zu unserem Bauspot. Nähe Satellite, nahe an Oil und trotzdem genug PvP und Recycle-Möglichkeiten. Der perfekte Spot für unseren Spielstil. Ibo hatte etwas mehr Glück, deswegen war er schon wesentlich früher am Bauspot. Ich farmte mich noch voll und machte mich ebenfalls auf den Weg. Sheen war noch in der Queue und Ivy schloss sich uns erst später an. Nachdem ich also ankam und ich und Ibo alleine waren, war es an uns, den Bauspot zu securen. Der kommt safe, aber ich bin low, ich bin One-Hit, ne? Hab einen Hit. Bau, bau, bau. Ich muss die pawnen. Na gut, du hast eigentlich den Farm. Das ist eh wieder egal. Die Doppelhornstür. Kommt. Ibo! Nice. Okay. Geh mal was besorgen, ha? Hey, mein gutes Lagerfeuer. Sorry. Das ist der beste Spot für den Ofen. Ich crafte eben meinen. Na, ich stell immer hier zwei Öfen, schau. Hier und hier. Hier ein Lagerfeuer ins Eck und daneben die Werkbank. Du kannst auch nächstes Mal einfach Werkbank nehmen, TC. Und die gleiche Werkbank an beiden Wänden hier nochmal. Wäre geil. Am besten Tier 3, oder? Weil es ja dann wieder HQM-Wall. Stimmt. Nice. Ich muss das Spiel jetzt neu. Ist mein Spiel gecrashed? Ne, schade. Okay, ich starte das Spiel eben neu. Okay, ich geh schon mal raus. So kann kein Mensch spielen, ne? Wo ist so Frechheit? Ich geh schauen, dass ich ein bisschen Loot besorg. Wir brauchen jetzt dringend ganz, ganz schnell eine Tion. Ich hab alles dafür. Theoretisch. Wenn du es lebend hierher schaffst? Genau. Hol mir zwei Bögenspieler. Ich muss rennen. Ich bin Hit. Die wollen meinen Arsch. Wo bist du? Laut. Bist du schon in der Nähe? Ne, ich bin nicht in der Nähe. Bist du wohl fest? Ja, ja, ja. Okay, okay. Ibo ist Teamleader. Warte, ich mach ein neues. Ja, mal. Was geht ab? Ist AFK Arena. Seid jetzt empty tot. Sheen hat's hergeschafft. Ja, ich hab's gesehen. Sheen hat mich getötet mit dem Bogen. Ah, bist du wieder drin? Ja. Ich hab hier VIP geholt, von daher. Hallo? Hallo? Sheen? Ja. Bist du's, der Echte? Ja, der Echte. Weiß. Was? Ich hab ja gerade eine Thompson gehört, ne? Oh, das klingt ja sehr gut. Ich werde angerufen, das klingt noch besser, Alter. Ja, Tommy hier. Hat den Scientist gekillt unten. Hessi, Tommy. Er ist alleine.
Vorm Straße. Wollen wir ihn fetzen? Ich seh ihn, ja. Erstes wert. Wir sollten es probieren. Oh, ich hab Krausi gefunden. Let's go. Vielleicht sollten wir ihn abcampen. Kommt er in unsere Richtung oder läuft er? Gucke gerade. Er läuft nach hinten weg. Er kommt. Weg. Ibo. Da können wir ihn nicht fighten. Er läuft hinter. Wir brauchen Deckung, sonst sind wir dead. Ich bin in seinem Rücken, ne? Ihr könnt gleich auf ihn schießen. Er ist vor mir. Hab ihn gemisst. Er muss gleich nachladen, jetzt! Vor mir ist er schnell. Hab ihn Headshot, Crossy! Er ist super low, er gönnt sich Spritzen. Treff ihn nicht. Ey Mann, beim Endmuten laufe ich gerade und sterbe, da hat er einen Hit. Das Spiel ist gecrashed, ne? Einfach so. Wie viele Ranges hatte der Typ, Alter? Ja, fickt dort gerade noch alles. Ich hätte gerne meinen Crossy wieder. Ich hätte gerne meinen Buddy wieder. Ich bin einfach. Vielleicht bin ich unsichtbar, oder? Kann sein. Wenn ich Sleeper bin? Du bist auf jeden Fall nicht tot. Ja, er läuft dann noch. Ey, unsere Nachbarn. Man, I fuck you, man. Oh mein Gott. Was hab ich gemacht? Die Nachbarn extenden komplett, die bauen nach oben und so weiter. Sind sie dumm? Ich hab einen Double-Hit auch. Ey, jetzt ist es ein Trio mit Crossy auch noch. Die hatten nur das eine Tommy-Kit, ich sag's euch. Boah! Ein bisschen mit Klaus. Ich würde sonst, wenn ihr mich deckt, vielleicht würde ich Dings farmen. Diese Kakteen für Klaus. Satellitisch versuchen. Ja, ich würde es auch lieber einfach mal unser ganzen Klopfzeug mitnehmen und recyceln, oder? Boah, hier ist aber wirklich viel für Dings, ey. Oh, hat direkt hier alles gespawnt, vor meiner Nase. Chillig. Satchel. Oh, unter mir drei Spieler. Oh, das ist nicht gut. Sieht naked aus. Boah, den Crossy hätte ich schon gerne. Ich treffe ihn nicht. Wo ist er? Oh, genau unter dir. Hit, ich hab Headshot. Bullet? Ey, hinter uns noch. Richtung 340. Hessi. Er rennt. Ich seh nicht. Er ist unter mir. Er ist Headshot. Ist dead. Headshot. Nailgun. Hat er ein paar Bandys? Ja, Bandys. Hat den Crossy, den hat jemand gelootet, ne? Nice. Ja, ich hab den. Oh, 80 Animal Fett hast du nicht genommen? Jee. Ich hab ein paar Sachen genommen für Heilen und Crossy. Alles gut, lass auch Crossy liegen, nimm dich mit. Hab ich. Hashtag abgehoben. Hast du mich. Wiederkissen respawn, ne? Das ist krank, wirklich. Erstmal einmal recyceln. Ja, die Pop ist krank. Ja, ich würd's auch. Und ich. Ne, Blades behalte ich mal jetzt schon, ganz ehrlich. Recycle. Lass mich mal hin. Ich kann irgendwas stacken. Oder auch nicht. Lass mal Federn trotzdem aufheben, auch wenn wir noch keine Gun haben. Ja, safe. Weil wenn es soweit ist, dann... Wir sind loaded, Jungs, loaded! Boah, wie schön. Ach so, das sind über 600 Spieler auf dem Server, ne? Das heißt, das wird im Sekundentakt respawnen. Ja, ich sehe auch wieder, dass die Respawn ist hier. Ich sehe es auch. Oh mein Gott, hier zwei in ein paar Sekunden, oder was? Ich habe es auch vor dir gesehen, Jean. Ja, stimmt, das habe ich genau vor mir gesehen. Hm. Dürfen halt aber auch nicht dann overstayen, ne? Dann lieber ja, einmal banken. Einer sneakt sich zu euch Richtung 220, ich glaube, der hat DB. Bei Recycler. Oder Crossbow, irgendwas von beiden. Wir haben Recycler was drin, ja, oder? Ja. Er ist drin. Nice. Thanks for the Nailgun, my friend. Er hat 300 Eier, das ist aus dem Recycler raus. Okay, let's go.
Yo, er hat zweite Etage fertig gebaut. Süß. Nee, war safe. Irgendwo fühl ich mit Tommy. Ich bin dead vor der Base. Kannst du mit DB halten? Ich hab ein ganzes Rainbow auf mir. Ich kann probieren mit DB zu halten, aber. Wir halten vom Dach noch. Wie? Sind es mehrere? Ja, zwei. Minimum. Okay. Ich will mein Loot halt nicht verlieren da. Also der ist weg gehalten. Vorne am nächsten jemand. Ich bin dead, ich konnte fast meinen Buddy looten. Ich kann da nichts tun. Oh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Du kannst behalten, du kannst behalten. Ja komm, einer circlet mich, einer circlet mich. Ich bin fast tot. Lebt noch jemand? Er kommt. Ich kann nichts tun. Der andere aimt ab. Komm mal zu mir, wer ist da schien? Ja. Looted. Ich hatte so viel auf mir, ne? Mann. Ja, der andere hält oben, ich kann nichts machen. Ich bin dead for the base. Ja. Ich geh jetzt wieder zur Leute, ich hab jetzt eh wieder nichts zu verlieren. Ja, ich kann. Das ist halt blöd, weißt du, weil die sind halt wirklich unsere direkten Nachbarn mit. Bei mir, Spieler? Wo? Ich bin dead am Recycler. Ich bin hier die ganze Zeit alleine. Was ist das denn für eine Scheiße? Ach Mann. Ja, da kommen nochmal zwei. Ich bin noch in dem Fight mit dem anderen. Er ist immer noch Recycler. Ja, ich bin 30 AP. Ich rede die ganze Zeit. Wie viele Schienen? Einer oder? Einer. Ja, ich komme zu dir. Hier drüben bei mir war zwar auch noch einer, aber ich sehe ihn erst bei Recycler, er läuft hinten lang. Er will abhauen. Ich habe einen getötet. Ja, der andere will abhauen. Oh, hier ist Hit, Crossy. Hit. Double Hit, dead. Nice. Hinter mir war auch noch einer mit Bow, pass auf, bei dir jetzt, Sheen. Oh ja, der hat Good Stuff. Hier ist Spieler bei mir, ich bin dead, wieder. Der Close Boy. Er ist Headshot einer. Der hat von uns beiden Headshot kassiert? Ja, und der lebt noch? Nicht mehr, ne. Oh fuck, ich brauch dringend Bandys. 8 AP. Hat er? Boah, er hat gut Straße gefahren, der hat viele Komponenten. Hier, es kommt einer aus meiner Richtung. Ich bin 1 HP. Heal dich, alles cool. Was hat der schon? Einfach irgendwo? Oben. Einer dead, einer tot. Oh. Hab ihn mit Stein. Crossy über dir. Ich komm zu euch. Boah, ich muss eigentlich walken, Alter, ich bin low. Bei dir? Ah, oben. Genau. Das ist eins gedroppt, er kommt runter, Oder? Er läuft weg. Könnt ihr mich hochfallen? Er ist dead. Aber ich hab eh Dings der Radioaktivität, also ist eigentlich egal. Ich hab Wasser. Ja, ich bin schon gestorben. Ich hab den anderen noch gekillt. Kannst du zum Recycler gehen, Ebo? Ich hab Sorge, dass uns den jemand klaut. Wenn du gelootet hast. Okay. Ich hol schon den Crossy. SMG-Body. Wieder der von gerade eben, den wir gedouble-headshottet haben. Oh, Python gefunden, nice. Nice, das könnte ein Game-Changer werden. Okay, das müssen wir safe clean, einbringen. Jetzt müssen wir banken. Ja. Nachbarn sind aber draußen, die mit Tommys. Nicht over. Sollen wir aber jetzt eine Base? Wir schaffen sollen bestimmt eine Base, yeah. Sollen wir nicht eine Base schafft ihr nicht, die Roofcampen hier. Wir hören eure Steps und sind auf Dach. Ja, wir gehen großen Bogen. Ein Bag von mir haben die weggemacht, ne? Ja. Ja, unsere Nachbarn sind richtig eklig. Wir müssen, wie gesagt, ein bisschen außerhalb. Ja, also ich will sowieso erstmal, komm her, Schien. Ich kann, in 16 Sekunden habe ich Dings. Ich würde vorschlagen, wir schauen trotzdem, dass wir in die Base kommen, schnell ein Research-Table machen und den scheiß Python researchen. Das ist unser Lichtblick. Ihr habt da ein Research-Table, ihr könnt da... Ach stimmt! Ja, logisch, oben drin! Oh mein Gott, Schien, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Wo, bei mir oder wo? Ich weiß nicht, auf welchen, auf irgendeinem Turm oben in dem Raum. Sorry? Ich wollte nicht ins Wort fahren. Alles cool. Ja, der ist bei mir. Nice, ich lern's gerade. Ja, lern's. Perfekt. Das ist richtig gut. Ganz ehrlich, eigentlich wird es sich schon lohnen, einfach in dem Satellite zu bauen, ich schwör's. Ja, aber. Und einfach hier zu farmen. Und dann auf Oil zu gehen oder so. Das ist ja krank. Und hier war der Moment,
wo der Funke das erste Mal aufglühte. Warum nicht einfach direkt an Satellite bauen? Versteht mich nicht falsch. Satellite ist ein gutes Monument, das man am Anfang einmal durchlootet. Vielleicht auch für eine Blue Card. Aber bei dieser Pop und bei diesem ständigen Respawn an Barrels und Crates war es eine unerschöpfliche Quelle von Components und Scrap. Und wir hatten den Recycler. Warum das Ganze nicht etwas abusen und ausnutzen, anstatt uns ständig mit Tommy-Nachbarn, Roof-Campern und Door-Campern auseinanderzusetzen? Ich meine, die Location war top. Wir waren trotzdem nicht weit entfernt von Ulrich. Also setzten wir die Idee in die Tat um. Aber während wir hier am Bauen sind, möchte ich mit euch nochmal kurz zusammenfassen, was denn eigentlich alles geschah. Zunächst jointen wir auf den Server. Es lief anfangs auch ganz gut und wir hatten relativ schnell unsere Starter. PvP-technisch war es anfangs noch relativ leicht, doch je weiter wir Richtung Mitte der Karte gingen, desto mehr zeigten sich die Spieler, welche bereits Prince besaßen und schon mit Tommys, Sars etc. roamten. Das machte uns das Progressen ziemlich schwer. Noch dazu kamen unsere Roofie-Nachbarn, welche auch schon Tommys besaßen und es uns fast unmöglich machten, zurück zur Base zu gehen. Doch an Satellite war der PvP etwas lower, also Gear lower. Als dann auch noch Ibo den Python fand, war es für uns endlich ein Lichtblick am Ende des Tunnels. Oben ist nur ein, also man kann uns dieben, ne? Wir haben nur eine Tür damit beschäftigt. Ja, wir können ja noch eine einsetzen, oder? Na gut. Von unserem Metall können wir bestimmt noch eine dritte einsetzen, oder? Ja, ich mache eine dritte gerade. Da steht ein Tugboat vor der Tür. Also, warte mal, ich muss die Comms ablegen, Ja, es ist einfach hergefahren, man hat es nicht gehört. Ich hoffe, die wollen nur recyceln. Also, du kannst eigentlich das Ding schon machen, oder? Er hat einen Hit, haha. Haben wir Tier 2? Können wir machen eigentlich. Ja, ich bin sowieso jetzt weg, von daher mach was ihr wollt. Ich muss schnell gehen. Scheiße, wir haben keinen Charakter, ne? Sheen? Jo. Ich docke gerade das Tugboat, aber der kam leider nur naked raus. Ich habe ein Problem. Es sind 5 oder 6 Mann, ja. Das ist eigentlich sauhirnrissig, was ich gerade mache. Aber, die hatten gerade einen Gunfight auf Satellite. Mhm. Und 2 sind gestorben. Ja. Die sind gerade respawned, die anderen rennen noch auf Satellite rum. Soll ich mit Python hingehen, was versuchen? Ich würde es wenn dann von der Base aus probieren, aber die aimen mich schon ab, weil ich habe einen gekillt. Von der Base, ich will eigentlich nicht so viel Aufmerksamkeit auf uns erregen, weißt du? Das ist irgendein Clan. Die haben auch einen Airlock, also. Was meinst du mit Airlock? Haben die in der Base? Ja, nee, in ihrem Tugboat. Das Tugboat steht ja immer noch vor der Tür. Ich glaube, die sind gestorben allesamt. Oh mein Gott, ich sehe 6 Bags oder so innen drin. Die haben aber nichts mehr. Die haben keine Waffen. Also einer steht drin mit einer Machete. Einer mit einem Bandy. Halb AFK. Komm mal rüber, lieber. Ich glaube, hier können wir was probieren. Oh Gott, die haben eine Gun. Was denn? Ja, Custom. Dead. Hast du den Headshot? Ich hab's gehört. Ja. Ist er wieder rein? Ja, ist wieder rein. Er ist dead. In der Tür. Ich renne. Tür ist offen. Ich renne. Ja, Tür ist wieder zu. Es war dann nur Wunder Tor, glaube ich.
Einer von außen noch. Einer links von dem Tugboard. Ich hab's Haar. Einer ist links von dem Tugboard. Pass auf. Ist dead. Bone me. Ich hau ab mit der Saar. Fuck out. Ja, safe. Bob. Auto, Auto, Auto. Er wird mich totfahren. Oh. Die pushen mich! Hinter mir! Lass mich rein! Absa. Bin low. Ich komme. Muss kurz hochheilen. Ja, ich muss euch ablösen. Eigentlich müssen wir die direkt lernen, ne? Die sind stuck, die müssen pushen. Ah, der macht auf. Fuck! Ich geh wieder drauf. Ja. Aber er hat noch die Custom, ne? Ja. Oh, er fällt weg. Oh, Crossy, ich bin hit. Ich werde ausbluten. Er hat Headshot, ist dead. Wo war der? Vorne. Unter der Treppe, glaube ich. Ah ja. Perfekt. Oh, er hat sogar ein bisschen was. Nähgun habe ich wieder. Nähgun im Play. Ich bin bloß auf 13 AP. Wenn er rausgeht. Er ist schon draußen, aber naked, glaube ich. Die pushen. Der ist hit. Die wollen naked das jetzt dead. Raus. Das dürfen wir nicht schaffen. Das dürfen die nicht schaffen. Na, noch einer dead. Er kommt nicht weg. Versteckt. Ja. Du hast sogar Move, wenn du die noch weiter aufs Land pushst. Ich weiß gar nicht, ob das Tür, geht. Tür. Dead. Oh mein Gott, ich habe ihn direkt Headshot gerückt. Fuck. Schade, dass die Tür dann zu war. Aber ich glaube, wenn er am Steuer ist, geht's nicht. Ich glaube, ich muss sogar Dings sein. Ja, kann sein. Ey, wie hat er so schnell die Tür zugemacht? Ja, das war echt er war crazy. Direkt dead? No! Not driving away! Hier! Ich schaff nicht. Ist dead, ist dead, ist dead, ist dead. Noch einer, hit! Headshot dead! Tür? Noch einer Headshot dead, ja, außen. Tür ist zu. Oh, er hat Cloth. Er hat aber, glaube ich, die Waffe gehabt, ne? Oh, ich komme. Naja, nee, Bow. Komm mal da raus. Wow, ich bin One-Shot! Er wird mich tothauen! Ich musste runter. Ah, ich bin totgehauen worden vom Stein! Fuck! Ich war 2 AP! Komm wieder. Ich komme. Ja, die werden jetzt versuchen zu drücken. Die haben mit Semi geschossen. Hat mich gut getroffen. Die versuchen jetzt wieder zu fahren. Ne, er muss es pushen, aber einer sitzt außen und... Er sitzt vorne hinterm Ding. Ich geh wieder aufs Boot. Habe ich die besten Karten, glaube ich. Die sind halt echt so lost, die Typen. Er hat Headshot in der Tür, geh rein, schnell rein! Bin drin! Hab ihn dead! Ich hab keine Waffe! Er hatte doch eine Waffe, oder nicht? Eine rein! Ich kann gar nichts tun, ich finde nichts! 100 Leute! Ich hab nichts! Einer dead? Einer kommt rein. Nein, ich hab die Semi gerade gefunden! Schade. Ich hab sie gerade in der Kiste gefunden! Ah, ich hab sogar noch... Fuck! Das davor mit der Nailgun! Okay, das war ein echt brutal knappes Ding. Aber so schnell wie sie kamen, waren sie auch wieder verschwunden. Jetzt bahnt es sich aber schon die nächste Situation an. Ein großer Fight auf Satellite, denn es gab neue Nachbarn und wir wollten sie natürlich in der Region direkt willkommen heißen. Ich werde vom Wolf gekillt. Manchmal hasse ich dieses Spiel. Chill kurz. Einer dead.
Einer kommt von mir. Siehst du, wo ich bin auf Karte? Nein, kann gerade nicht gucken. Kommt jetzt hier Recycler hoch. Noch einer dead? Tommy? Komm naked rein. Mit der Paradaktivität kriegen. Von meiner Seite kommt einer. Ja. Hier am Stein, wo ich bin. Ich kann gerade die Bodies nicht halten. Ich sitze unten in der Grube, das ist gerade richtig kacke. Einer pusht dich, hart. Hier, ich seh ihn, warte. Ich brauch einen ganz anderen Winkel. Das wird zu nix. Ich bin dead. Ravion. Ich bin one. Ich bin der Revy, hat mich gekillt. Der Revy hat mich gekillt, Digga. Es ist unbelievable. Ich hab einen gekillt. Ich hab die farmt, glaube ich. Ach, ich bin dead. Ich hab einen gekillt mit Semi, glaube ich. Ich hab Python, ich muss kurz depawn, der hat guten Stuff hier. Ich hatte auch Python gefunden. Full Radioaktivität habe ich die gefightet, das ist eklig. Ich hab die Pump gekillt. Einer dead? Ne, ist sie dead? Sehen wir auf dem Berg. So. Ist mein Kid, du kleiner Penner? Wenn du extra Kit hast, ich komm grad rein. Ja. Also, ich hab eine Saar mit 9 Schuss. Ja, reicht. Kannst du mir entgegenkommen? Wow, ich war gesaht, warte. Warte, Python on me. Double Hit. Bin hier. Ich hab jetzt nur noch 3 Kugeln. Ich glaube, ich hab ihn sogar down. Python, ich bin mir nicht sicher. Da ist noch eine Saar, relativ auf 240, relativ vor den. Ja, der ist down. Python dead. Den Python. Downy. Recycler Höhe. Ich konnte nicht ganz genau spotten. Ja, Recycler. Ist einmal Hit. Ich treffe ihn nicht. Ich muss reloaden. Muss neu positionieren. Er ist Recycler. Saar. Knie Hessi. Irgendwas pusht mich. Der Steps on me. Two. Crossy, ich bin Crossy Hit. Ist er dead? Nein, hab ihn. Der ist auch nochmal Hit, der die Sadi dippt. Ich hab keinen Winkel auf die. Ich versuch sie zu jagen. Hier runter. Ich suche gerade den Hessi. Hier ist ein Hessi mit einer Star. Pass auf. Irgendwo rennt er rum. Dead? Oh nein, Tommy von Base! Naked Tommy! Ich muss reloaden! Hier ist zu. Keine Bullets mehr. Ein Hessi stand auf dem Berg. Ja, ich bin dead. Ich konnte nichts machen. Ach, scheiße. Die Chinesen wohnen da. Ich sag's doch. Und hier endete leider Tag 1 für mich. Wie ihr wisst, wipen die meisten Server donnerstags und ich muss freitags immer noch arbeiten. Deswegen ist Day 1 etwas kurz. Außerdem habe ich mich entschlossen, diesen Wipe zu splitten. Denn es ist so viel passiert. Denn das, was ihr gesehen habt, war erst der Anfang. Und noch gar nichts zu dem, was noch kommt. Des Weiteren möchte ich mich natürlich bei Ibo und bei Shin bedanken für einen megamäßigen Wipe. Checkt auf jeden Fall den Kanal von Ibo aus. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich über einen Daumen, eine Bewertung
und vielleicht ein Abo freuen. Denn stay connected. Part 2 kommt früher, als ihr denkt.